Hallo Daisy, danke. Wow. Also das ist also das Monster, andere Spieler. Okay, interessant. Also hast du... Habt ihr verloren? Satrank. Jo, das mit dem Ingame-Chat, also mit dem Chat funktioniert, kann ich keine Ahnung, warum. Ich probiere es immer wieder. Aber das funzt nicht. Wird schon irgendwann im Laufe des Abends gehen. Anscheinend ist es mit ist Twitch wieder überlastet, kein Plan. Aber ist dann normal. Sind wir ja gewohnt hier. Pleiten, Pech und Pannen, hier ist es ja. Jo, tut mir leid, Satrank. Ich weiß, du nimmst das Fußball so ernst und es ist alles scheiße. Wenn Augsburg verliert, dann willkommen im schlechten Wochenende. In der schlechten Woche, tut mir leid. Ich hoffe, dir geht's trotzdem irgendwann besser in ein paar Jahren. Und solange Fußball dein Leben bestimmt, dann tut es mir leid, dass du jetzt verloren hast. Das Monster wird auch von einem Spieler gespielt. Jo. Aber ich habe es noch jetzt gar nicht. Also ich habe schon gecheckt. 4 gegen Monster. 4 gegen Monster. Der eine. Ja, werde ich schon sehen. Mal gucken. Ja. Ja, Satrank hat Augsburg verloren. Ja, ja, ja. Gut. Wieso kann ich denn das gar nicht klicken hier, Alter? Bist du noch da, Noxus? Hier klicken, um beizutreten. Schau, ob es noch geht überhaupt. Ah, cool. Haben wir noch Ton im Spiel? Last Match Replay. Wieso denn das? Okay. Wie geht es jetzt weiter? Nee. Könnt ihr machen, ja, ich bin ja eh drin. Das ist ja perfekt für das Spiel hier. Bin ja eh in Raid, komm, muss nur reinkommen. Mal gucken hier. Wie gesagt, ich fühle mich immer sehr, sehr verloren in irgendwelchen komischen Shootern. Weil ich hier nur Quake und sowas gewohnt bin. Unreal, mal schauen, wie das so ist. Wie es sich anstellt. Bis jetzt, erstes Spiel, auch kein Plan, rumgelaufen. Ich schätze mal, das Monster hat gewonnen, wa? Hab gar nicht gesehen. Also, der hat ja alles zerstört, das Monster. Ist ja fast so wie bei Predator. Wir sind alle der Ani und versuchen, das Predator-Vieh zu jagen. Obwohl, es ist ja ziemlich groß hier, das Vieh. Und wieso, warum schauen wir uns da das Replay an hier? Was hat das auf sich? Last Match Replay. Das macht das ja irgendwie 10-mal. Okay, die sind hier gestartet, sind da rumgegangen, sind da hoch, da runter, hier und da und unten war dann halt hier das Ende.
Oder so ähnlich. So, Raid Call ist über meine Boxen läuft es noch. Warte, ich muss umstellen hier. Wiedergabe. System. Und das läuft. Ich muss mal kurz Raid Call restarten hier, weil das läuft über die falschen. Ach, du spielst ja mit hier. Ist ja super. Und du mitspielst im Pass, ja, dann ist ja okay. Ah, jetzt geht sogar der Ingame-Chat, also der Twitch-Chat. Yay. Yay. Ja, ihr hört's, ich bin etwas verwirrt, ist klar, so ein Spiel, weiß ich nicht, muss mal gucken, spielen wir mal ein paar Runden, ob so ob was für mich ist. Aber noch fühle ich mich verloren hier in dem Game. Das da, keine Ahnung, was weiß ich. Sag mal was. Hallo. Ah ja, jetzt höre ich dich über die richtigen Boxen. Okay. Ach, du spielst mit? Cool, wo bist du? Kann ich dich einladen? Nur dann darfst du ich hier spiel sein. noch gar nicht. Ja, da ich echt lade gerade herunter. Dann tschüss. Wie, sag mir mal einer, wieso, weshalb, warum schauen wir uns dieses Replay Down an? Ist das irgendwie Teil, Bestandteil des Spiels? Ist das geil oder so? Es geht gerade los, oder? Keine Ahnung. Ich hab Ich keine kenne Ahnung, mich da nicht aus. ich fühle mich wie ein Battlefield oder wie ein Call of Duty, keine Ahnung. Loggst ein und weißt nicht, was du machen musst. Und dann drückst du schießen und dann schießt und dann bist du trotzdem tot. The connection to your station has been lost. Okay. Aber okay, wieso kann ich nicht auf Invite Friends klicken? Alle anderen Vereine sind doch bla 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 hinter Augsburg da. Okay. Ja, gut. Wieder hier Fußballgequatsche von der Drohung. Rage. Ja. Ja, ich habe, wie ich gesagt habe, das Fußball bestimmt sein Leben. Jetzt ist das ganze Wochenende im Arsche. Schade. Ich nicht schade, ich schade. Mich. Ich schaue zwar selber Fußball, ich kann mich dann nicht aufregen. Ich weiß nicht warum. Mich juckt das irgendwie gar nicht. Mir ist das ja auch wurscht. Ach so. Du musst nur die Einladung annehmen, dann darfst du selber hin und her switchen, Noxus. Hat er gemacht. Genau. Hallo. Ja, wäre halt cool, wenn jetzt jemand sich jemand auskennt. Genau. F1 drücken, Leon. Oder F2, ich weiß nicht, auf was das ist. Das genau, Push sag, was ich machen muss hier. Ja, nicht du, Leon. Naja. Push to Talk. Muss unten rechts steht, welche Taste drücken muss. Mein Wochenende ist doch eh schon am Arsch, du streamst ja schon wieder. Siehst du, dann gleich zweimal ins Gesicht hauen. Zweimal ins Gesicht hauen. Digga, WVB vor so wenig. WVB sollte geschlagen werden. Jo. Ja, wir hören dich. Ah, alles klar, gut. Ja, keine Ahnung, ich bin auch gerade rausgeflogen. Alter, ohne Spaß, ich wollte wie Wolf und auf zweiten Rechner zucken, geht nicht. Und warum kann ich nicht auf Invite Friends klicken? Geht das bei dir, Leon? Du musst dein Spiel nochmal neu starten, glaube ich. Bei mir geht's nämlich ohne Probleme soweit. Mein nochmal. Ist eigentlich ein Patch rausgekommen? Ja, Exit. Das waren zwei Patches, glaube ich. Also heute Mittag war irgendwie noch ein kleiner Patch. Ach, ja, ich meine, dass man wieder spielen kann. Also es konnte man die ganze auch. Zeit nicht spielen. Ja, ich habe zwei Matches gemacht direkt um 5 Uhr und danach ging gar nichts mehr. Da ging das Matchmaking nicht mehr, hast du nichts gefunden. Ich habe eine halbe Stunde gesucht, aber gar nichts mehr. Ich weiß. Gibt's noch einen Start? GXV ist online. Oh. Geil, oder? Bist du in Steam online? Das ist ein Wunder. Ja, ich bin aber beschäftigt, also Schnauze. Keine Zeit. Das ist geil. Du hast doch gerade eben dann so Spuren gesehen, da wurde das rot angezeigt, die Vögel wurden aufgescheucht, ne? Mhm, genau. Da war das Vieh in der Nähe, oder? Da war das Monster, genau. Das ist daran vorbeigelaufen, dann siehst du halt, das ist genauso wie das Monster, das sieht, du siehst ja die Spuren, die blauen auf dem Boden. Und
Das Monster sieht auch deine Spuren. Du musst dann dieses Cloak anmachen und dadurch werden deine Spuren eben unsichtbar. Das kann das Monster auch, zumindest habe ich das gehört. Also was ich gehört habe, dass das Monster einfach nur unterpowered ist, also wirklich, dass es richtig, wenn du es nicht spielen kannst, richtig verkackt hast, so wie ich das jetzt gehört habe. Ja, klar. Das ist halt 4 gegen 1. Ne? Aber nach einer gewissen Zeit, also wenn du Level 3 bist, kommt dann so ein Spawner, so ein Generator und den muss das Monster zerstören. Wenn du das nicht aufhörst, hast du halt verloren als Menschen. Da versuche ich nett zu sein und frage Gex, wie es ihm geht und dann antwortet er nicht. Ja, nee, ich fühle mit dir mit, weil das ist für dich ein sehr, sehr schweres Wochenende. Ich kann dann nicht die ganzen Sachen auf mich beziehen. Ich muss nach dir gehen. Du bist ja traurig. Augsburg hat verloren, 0-1 gegen, was war das, gegen Schalke? Das kann ich jetzt immer wieder sagen, ist gar kein Problem. Schalke hat gewonnen. Oh, Augsburg hat verloren. Oh. Und du bist da sehr traurig und betroffen und deswegen möchte ich nur noch die ganze Aufmerksamkeit, wie sagt man das nett, dir schenken, widmen. Mr. Satron, ich spreche den Namen auch mal richtig aus. Vielleicht ist das ja dann einfacher für normalerweise, dich. Normalerweise müsste ich nicht auslachen, dass Augsburg wieder verloren hat. Nee, also Invite geht bei mir nicht. Ja, aber ich mal, ob ich inviten kann. Ja, dann mach du. Den Scheiß fühlst du mit mir mit, aber klar doch, ich bin doch lieb hier. Hey Survival Monster, Servus Christi, euer Gex Bu, HSV Bu. Invitation? Ja, habe ich geschickt. Jo, sehe ich, passt. Klicke ja, stimmt, das Monster levelt halt dadurch, dass es andere, kleinere Monster frisst, dann ist das so eine Zeit, ist so ein schwarzen Bubble einfach nur. Okay. Und kannst es dann halt angreifen, dann nach kurzer Zeit ist er wieder frei, ein Level up und ist dann stärker. Und du kannst halt auch diese großen Monster töten, die da rumlaufen, die geben dann halt Buffs, wie du ja einen aufgenommen hast, so, dass das Jetpack 20% schneller regeneriert. Ah. Und wenn das Monster kann sich auch unsichtbar machen, genauso wie der Ding vorher, wie der Hunter da. Ich bin mir da nicht sicher, also, soweit ich gehört habe, kannst du das Monster unsichtbar machen. Ich habe jetzt 2 Spiele gespielt und auch noch keine Streams oder so geschaut. Ja. Ich habe auch noch nicht so viel Ahnung davon. Ja, ich auch nicht. Bei sowas tue ich mich immer sehr schwer. Bei sowas habe ich ja. Ja, ich hätte gern mehr gespielt, aber ich kann ja nicht. Sowas spiele ich ja gar nicht. Ich habe gerade 3 Stunden Landwirtschaftssimulator gespielt, ja? Läuft. Das passt ja nicht rein, move the channel. Move the channel, yo. Ne, ich hab davor Payday gespielt. Können wir jetzt. Anders. Wie sucht man jetzt Spiele? Ja, wir sind gerade dabei. Ach, das macht er schon. Ich merk das gar nicht. Genau. Ja, also das lädt gerade irgendwas. Gleich sollten wir dann Spieler suchen. Das steht ja dann noch immer da, wo jetzt die 2 leeren Felder sind oder 3. Es kommt dann gleich Searching for Players. Achte auf dein Mundwerk, hier sind Kinder im Chat. Was sollen die denken, wenn du Schalke schreibst? So ist Fußball. Komm mal deiner Vorbildfunktion nach. Ich hatte nur ein bisschen Benzin ins Feuer geschüttet. Meine Tochter wird Fußball spielen. Cool. Oh, fick dich, Alter. Kein. Ich will kein Fußball spielen. Ist doch schön, oder? Ja, sich der Sack, Alter. Nachwuchsfußball spielen für Augsburg wird deine Tochter. Alter, ohne Spaß, vergiss. Spaß. Ich habe voll viele weibliche Fußballerinnen von Augsburg, meine Freundesliste im Facebook. Ich muss wohl zum Training mitkommen. Alles klar, Chicken Wings. Viel Spaß beim Duschen, bis gleich. Und wie du es gesehen hast, jetzt wo du da stehst, Choose Role, kannst du ja dann diese Klassen alle verschieben. Und dann wird halt geguckt, ja, wenn jetzt beide, also wenn jetzt 2 Spieler auf Platz 1 Assault haben, ja, wird halt geguckt, okay, was ist 2. Platz, 3. Platz und 4. Platz und je nachdem wird dann halt entschieden, wer was spielen darf. Okay. Und da wir jetzt zusammen in der Lobby, also da wir zusammen in die Lobby reingegangen sind, wird keiner von uns Monster. Na gut, Monster habe ich erst auf Platz 5. Also von der doch. Prioritätsliste. Gex überliest das Wichtige in den Nachrichten immer. Dann müsste ich ja dich gar nicht mehr lesen, Satron, weil du bist ja super, super wichtig. Und ja, dann muss ich dich gar nicht mehr lesen hier. Mein Augsburg-Fan, der heute 0-1 gegen Schalke verloren hat, eben gerade. Oh, armer Satron. Können wir irgendwo sowas Weinendes einspielen bei YouTube Wein?